Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist As Reiter und wir sind in einem Vorgestellt von Shapes.io. Die Vorschau Nummer 5 ist das und wie ihr hier vielleicht erkennen könnt, ist es die Version 1.4.0, die ist neu. Hier steht Fortsetzen, neues Spiel importieren, sieht ein bisschen anders aus. Könnte sein, dass es da auch vielleicht einen Crash gibt von unserem Spielstand, weiß ich nicht, müssen wir gucken. Hier ist eine Ankündigung für ein DLC, das kommt dann demnächst wahrscheinlich auch. Und naja, ich würde mal sagen, wir probieren es mit Fortsetzen und wir sehen uns nach dem Intro. So, wir sind hier wieder drinne und 202 Teile von 600 und wie sieht es jetzt hier aus? 207,75, das haben wir geschafft. Hier fehlen uns 208 mal 239. Es fehlen überall noch Teile. 589 von 1500 ist da gefragt. Das sind aber auch alle Sachen. Ja, da müssen wir gucken, dass wir da vorankommen. Wir sollten, ja, wie das ist, ne, groß denken. Das heißt, wir müssen noch viel, viel mehr machen, oder? Wir müssen viel mehr Platz schaffen. Lass uns mal gerade gucken. Da wird lila gefärbt. Das ist alles zu eng hier, ne? Ja, super, oder? Das bedeutet, ich würde jetzt mal die Maschine hier, die Buntmaschine, würde ich jetzt mal hier hin drehen. Und stellen die mal einfach dahin. Dann lassen wir mal das Fließband da kommen. Geht da rein und das Fließband kommt von hier und geht da rein. Würde dann passen. Dann geht's hier raus. Und dann brauchen wir diese Geschichte hier. Wie ist die da angesetzt? So. Aber die Farbe kommt von der anderen Seite. Die Farben kommen von da. Dann wäre das so. Dieses muss von da aus rein. Ja. Das war jetzt nicht so dolle. Das war schon ganz schlecht. Wie kriege ich das jetzt weg? Ach, das ist ein Mülleimer. Das war nicht. Rechtsklick war's, okay. So. Das sieht jetzt alles hier doof aus. Mach das mal ganz weg. Das hat bestimmt Geld gekostet. Wir müssen mal langsamer hier ziehen. So, passt's dann. Kommen da raus, gehen da rüber, gehen da hoch. Mach das weg, das war falsch. Auf ein neues. So, da muss ein Tunnel hin. Hier geht's weiter. Der Tunnel ist hier. Der so geht nach da, der so geht nach da. Und geht da nicht raus, ne? Super, oder? Okay, das bedeutet, wir müssen hier nochmal was umstrukturieren. Und müssen da jetzt
so bauen. Müssen dann den mal gerade wegnehmen, weil dann geht es so rum. Passt. Bauen dann den dahin. Das heißt, das ist alles fertig. Und müssen jetzt hier noch den bauen. Genau. Und bauen jetzt den dahin. Das heißt, da kommt das Zeug an. Ach so. Und hier unten haben wir das auch verkehrt gemacht. Machen wir so. Dann geht da die Farbe auch rein. Dann funktioniert das so. Hier ist auch verkehrt gebaut. Passt aber erstmal so. Und so. Und jetzt sollten die da auch gebaut werden, oder? So, jetzt kommen sie da auch bunt raus. So, dann werden das auf jeden Fall mehr. Haben wir erweitert. Hier stauen sich schon die Klamotten. Das bedeutet, blau ist Mangelware, oder wie ist das? Ja, blau ist Mangelware. Das bedeutet, hier oben bauen wir den rein. Bauen den da rein. Oder reißen den weg, weil der an der falschen Stelle ist. Bauen nämlich da rein. Und dann geht's so, ne? Dann kriegen wir auch mehr von den blauen, die wir ja auch mehr brauchen. Großdenken, das war klar, ne? So, jetzt haben wir das erweitert. Die kommen schon mal alle an. Und ja, jetzt wird es hier schon mal besser. Aber, gute Frage, ob das gut genug ist. Ich glaube, wir können da noch mehr machen, ne? Machen das so. Bauen den da auch noch rein. So. Band wird noch voller, das ist sehr gut. 324 von 600. Ja, hier hapert es gerade ein bisschen dran. Aber das haben wir ja gerade auch verbessert, oder? Tendenziell, einer geht glaube ich noch, ne? Einer geht noch. Und zwar den dahin. Und den dahin. So, kriegen wir das jetzt hin? Dass die da alle durchfluppen in einer Reihe. Eine Stelle sogar noch frei. Einer wird noch mehr gehen. Einer wird auch noch hier gehen, ne? Würde denn der sofort dahin gehen? Tatsächlich. Spiel wurde gespeichert, ist gut. Neues Upgrade ist verfügbar, auch gut. Jetzt sind wir hier permanent am Blau transportieren, das ist schon mal gut. Jetzt kommen hier auch häufiger welche an, laufen also auch mehr durch. Das heißt, die Rate wird auch gesteigert beim Rauskommen. Gut, rote haben wir erstmal genug, wie wir hier sehen. Hier staut sich das Blaue tatsächlich an. Das ist also auch gut. Oh, hier haben wir was geschafft. Upgrade hier. So, jetzt haben wir ja Stufe 3. Die laufen noch. Die müssen wir jetzt machen. Oder? Ne, die kommen auch. Von 1200 Stück. Okay. Die Ecke kommen. Ah, die sind schon durch hier. Die sind wir bald dran, ne? Den Mischer müssen wir noch machen, ne? Ja, die sind ja schon durch. Diese halb
halben nach unten sollten wir vielleicht mal fördern. Wo werden die denn gemacht? Ich sehe die gar nicht. Halbe sind schon mal hier, aber die kommen hier mit durch. Okay. Hier werden die rot gemacht wohl. Kriege ich da einen Tunnel hin? Ne, ich muss von da aus den Tunnel bauen bis nach da. Der geht aber nicht so weit. Schade. Das bedeutet, das geht nicht. Das ist schlecht. Aber wir könnten hier was basteln, oder? Geht das? Nee, klappt auch nicht. Haben wir auch was falsch gemacht hier. Wir müssen längere Linien haben. Aber wir können hier was reinbauen. Hier kann so einer hin. Bau den mal dahin. Und dann brauchen wir einen Schneider. Den machen wir hier hin. Und dann kommen wir hier raus. Machen wir zwei gleich. Können sie gleich so machen. Da werden sie geschnippelt. Und dann müssen wir sie drehen. Wo sehe ich, wie rum der rotiert? Rotiert rechts rum, muss ich aber andersrum machen. Wie war das mit dem Drehen? Taste 6 ist rotieren irgendwas. Ah, warte mal. Gebäude rotieren will ich nicht mehr. Wie kriege ich den denn jetzt rumgedreht? Das ist die Frage. Der ist tatsächlich richtig. Und kann dann auch gleich schon weg, oder? Die kommt schon richtig da rein dann. Aber hier, da müssen wir noch was machen. T war es. Jetzt habe ich es raus. T geht so. Ja, muss ich wohl da einbauen, anders geht das nicht, ne? Und der kann jetzt so hin und dann sind sie auch fertig. So, wie sieht's aus? Jetzt wächst es auf jeden Fall eine ganze Ecke schneller. Das war schon mal was. Könnte das Ganze nochmal hier bauen, oder? So. 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 Geht dahin, passt. Da brauchen wir einen Schneider davor. Passt. Passt. Und da brauchen wir noch so einen. Passt, oder? Werden geschnitten, ja, werden gedreht und dann richtig rum. Ja, passt. Kommen Sie da an.
Da sind wir gleich mit durch mit dem Ding. Das ist schon mal sehr schön. Schnell hier noch reingeguckt. Die werden noch mehr. Die sind auch bald fertig. Da müssen wir erstmal abwarten, was diese Level 9 Geschichte gleich hat. Das ist ja schon mal sehr gut. Gucken wir nochmal schnell. Die sind schon durch. Die brauchen nicht mehr viel. Da geht es jetzt voran. Das ist schon die Hälfte. Und hier unten sind wir auch schon auf einem guten Weg. Gut, jetzt brauchen wir noch 16 hiervon. Die laufen auf dieser Seite. Ne? Ja. Ah, hier ist jetzt ein Rückstau entstanden bei den Blauen. Das ist schon mal gut. Was fehlt denn jetzt? Ah, hier unten fehlt es dann. Denn die Kreise müssten dann mehr werden, ne? Okay, aber ich glaube, wir sind erstmal hier mit den 6 gleich durch und dann haben wir die Runde auch geschafft. Dann würde ich jetzt mal sagen, soll es für die Folge auch reichen. 99. 600. Du hast eine kompakte Variante des Verteilers freigeschaltet. Der Kombinierer vereinte 2 Eingänge zu einem Ausgang. Okay, das heißt, das Ding ist jetzt enger, da kann man besser bauen. Ja, sehr gut, ne? Und jetzt müssen wir sowas bauen. Ein neues Upgrade ist verfügbar. Ja, gucken wir mal gerade noch rein. Aha, dieses Teil. Ah, ne, hier können wir upgraden. Ah, damit geht das dann sehr schön. Okay, wunderbar. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir dieses Teil hier kriegen. Das weiß ich noch nicht. Das machen wir in der nächsten Vorschau. Dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao.